Salam alaikum. Herzlich willkommen zu einem zu dem zweiten Teil des Videos von letzter Woche. Wir machen weiter und die Hausaufgaben gibt es am Ende dieses Videos. Und zwar, der erste Satz heißt: Sie sind keine Studentinnen. Heißt auf Arabisch: So, lasna tolibatin. Also, sie, weiblich, also eine rein weibliche Gruppe, ist immer Lasna, sie sind keine Studentinnen, und Tolibatin, also nach Laysa bzw. den Formen von Laysa wie Lasna, wie ich in meinem zweiten Video, in meinem ersten Teil schon gesagt habe. Übrigens, ihr könnt jetzt, rechts ist der Info-Button, da könnt ihr auf mein Video klicken von letzter Woche. Also, Lasna bzw. Laysa und Co. verursacht, dass das Prädikat Nomen, zum Beispiel hier Tolibatin, im Akkusativ ist, bzw. man sieht in diesem Fall keinen Unterschied zwischen Akkusativ und Genitiv. Weil Talibatin ist weiblicher Plural regelmäßig. Das bedeutet, es gibt keinen Unterschied zwischen Akkusativ und Genitiv, obwohl das jetzt Akkusativ ist. Genauso wie generell die regelmäßigen Personenplurale. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Akkusativ und Genitiv. Lasna tolibatin. Sie sind keine Studentinnen. Jetzt mache ich weiter mit einem neuen Satz, und zwar: Ihr, männlich bzw. männlich und weiblich gemischt, seid keine Politiker. Das ist auf Arabisch. So. Lastum siyasina. Genauso das, was ich eben erklärt habe. Nominativ wäre Siasiona oder Assiasion der Politiker, und Plural Assiasiona, aber Genitiv und Akkusativ ist Lastum Siasiona. So, jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Satz, und zwar: Ihr, rein weiblich, ihr seid keine Politikerinnen. Lastuna siyasetin. Und dann fehlt noch ein Satz. Und zwar: Hier, wir sind nicht zu Hause. Heißt auf Arabisch: So, Lasna mit Alif hinten dran. Heißt, wir sind nicht, und dann, wir sind nicht zu Hause, heißt Lasna fil Beiti. Ja, beziehungsweise wir sind nicht in einem Haus, würde heißen Lasna fil Beitin. Ja. So. Und jetzt mache ich weiter mit meiner Hausaufgabe. Und zwar, ihr hattet auf. So. Die Lösung ist: Sayaratuha amam baitikum laysat jamilatan. Ja. Also, Sayara, das Auto, endet ja mit einem Tamarbuta. Also der Buchstabe hier, wie ihr seht, und wenn danach noch etwas kommt, wenn etwas hinzugefügt wird, bei einem Wort, das mit Tamarbuta endet, wird dieses Tamarbuta zu einem Ta, also Sayaratuha, Dama auf dem Ta, weil das ja Nominativ ist. Sayaratuha
Ma'am, vor, ist eine Präposition. Deshalb, dieses bait bekommt ein Kasra. Hier, das ist das Stammwort, das mache ich mal mit Rot. Hier, das Kasra. Nach einer Präposition von Amam. Ja. Baitikum. Laysat. Also die weibliche Form. Erste Person weiblich. Laysat. Jamilatan. Also Tanwin auf dem Tamarbuta. Weil das ist ja Akkusativ. Das Jamila ist ja das Prädikatsnomen, das bezieht sich auf das Auto. Und man könnte auch sagen, Sayaratuha Amam Baitikum Laysat Jamila. Aber wenn man das komplett mit Hilfzeichen aussprechen möchte, dann ist es Jamilatan. So. Und eure Hausaufgabe für nächste Woche ist einfach entweder euch ein Thema ausdenken oder Fragen zu irgendeine Frage mich mir stellen oder abonnieren oder liken oder einen Kommentar, was ihr möchtet. Auf jeden Fall. Ach so, ich habe nächste Woche gesagt. Auf jeden Fall, ich habe viel zu tun, Bachelorarbeit und so weiter. Und ich kann nicht versprechen, dass ich nächste Woche Freitag ein Video mache. Das entscheide ich dann nach Lust und Laune, aber ihr werdet so früh wie möglich noch ein Video bekommen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und okay, Masalema.